Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem ganz neuen Videoformat, denn wir werden uns in diesem Video hier Prospekte anschauen. Wochenprospekte, sprich Angebotsprospekte, die dann, ich sag mal, am gleichen Tag oder an den folgenden Tagen in den Supermärkten zu haben sind. Ich habe die Idee schon mal irgendwie vorgebracht, ihr fandet die ganz witzig und ich wollte das jetzt einfach mal ausprobieren. Wenn das gut läuft, wenn ihr es cool findet, schreibt euer Feedback in die Kommentare, dann wird es solche Videos öfter geben. Ich werde jetzt... Ich muss mal schauen. Also ich glaube nicht, dass es jetzt wöchentlich irgendwie immer mittwochs, wenn es oder Kaufland-Angebot, dann Samstag nochmal, dass ich jetzt jede Woche zwei Prospektvideos mache. Vielleicht packe ich das in eins. Also ich möchte mir das noch offen lassen, wie oft das kommt. Vielleicht machen wir es nur einmal im Monat. Je nachdem, wie auch euer Feedback ist, gibt's das dann, wie gesagt, öfter oder eben nie wieder, wenn ihr sagt, das ist Kacke. Es gibt manche YouTuber, die machen es auch. Grüße gehen mal raus an GameMenschen. Der hat das mit Nintendo-Zeitschriften gemacht. Fand ich auch immer ganz witzig, sich so ältere Sachen anzugucken. Wir schauen uns eben aktuelle Sachen an. Sprich, ihr bekommt so ein bisschen Rückmeldung, was ich gerade gute Angebote finde. Oder einfach als Inspiration, was es gerade so für Lebensmittel gibt in Aktionen. Und ich gebe dann meine Meinung dazu, ob ich die kenne, ob ich die empfehlenswert finde. Also eine Mischung von, wir gucken uns Angebote an und Produktempfehlungen. Und es gibt natürlich tausende Supermärkte. Und wichtig sei hier gesagt an dieser Stelle, die Prospekte unterscheiden. Scheiden sich manchmal nach Regionen, zum Beispiel bei Netto und bei Lidl, da weiß ich das ganz genau, und auch bei Rewe und auch bei Edeka, da gibt es wirklich regionale Unterschiede. Es gibt oft so eine Art Grundangebot, das deutschlandweit gleich ist, aber dann haben manche Regionen eigene Angebote. Bei Kaufland, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich meine, dass die wirklich deutschlandweit die gleichen Angebote haben. Da kann es höchstens manchmal sein, dass irgendein Laden die Sachen später einräumt. Das habe ich manchmal mitbekommen. Aber auch da unter Vorbehalt. Deswegen, wenn ihr irgendwas seht in den Prospekten, was ihr unbedingt haben wollt, schaut vorher in euren eigenen Prospekt, ob ihr das auch wirklich habt. Und jetzt starten wir einfach mal durch. Ich werde auch noch nicht irgendwie alle Prospekte hier durchhören, sondern wir fangen mal mit vielleicht zwei, drei an und schauen, wie gesagt, wie es läuft. Und es gibt ja immer dann noch Zeit, das Ganze zu verbessern. Und jetzt viel Spaß dabei. Wir fangen an mit dem Prospekt, der vermutlich am meisten Anklang finden wird. Und das ist der von Lidl. Wir starten jetzt einfach mal durch. Wir haben hier zum Beispiel direkt vorneweg diese Deluxe-Marke Sansibar. Gut, ist kann man machen. Die haben ein paar schöne Pestos. Die haben so ein Thunfisch-Pesto, die haben auch so ein Walnuss-Ricotta-Pesto. Die sind ganz gut. Ich bin jetzt aber grundsätzlich kein Freund davon, diese Deluxe-Sachen, auch von anderen Supermärkten, wo es das gibt, zu kaufen, weil das oft, ja, ich sag mal, einfach nur Marketing ist und die Sachen gar nicht mal unbedingt besser sind. Aber oft ausgefallener. Was haben wir hier Schönes? Wir können ja auch, wenn da was Interessantes ist, holen wir ein bisschen ran. Die haben ja auf jeden Fall, gut, das ist jetzt in Kooperation mit Sansibar, die haben ja auf jeden Fall so Deluxe-Pasta. Und da gibt es ein paar schöne Sorten. Mit Trüffel hatte ich die mal. Die finde ich wirklich sehr empfehlenswert. Und da gibt es halt auch ein paar ausgefallenere Sorten, die ich auch ganz gut finde. Ansonsten hier Olivenöl, gut, okay, kann man machen, ja. Wein habe ich keine Ahnung von. Gin mit Gold, ist natürlich edel. Sansibar Deluxe Schichteis. Das interessiert uns natürlich ein bisschen mehr. Was haben wir hier für Sorten? Verschiedene Sorten. Nee, ach wirklich. Eistörtchen, okay. Dann Sansibar Schokolade, Goji Waldbeere, Mandelsalzkaramell, Klassiker und Mandelquinoa. Ja, da sehen wir so ein bisschen das fancy Zeugs, was da drin ist. Ob man jetzt Quinoa haben muss, weiß ich nicht genau. Currywurstsoße. Wenn einer von euch schon mal diese Currywurstsoße probiert hat, dann dürft ihr mir das gerne schreiben. Die Produkte wiederholen sich ja oft saisonal. Würde mich mal interessieren, ob die gut ist. Dann haben wir Eisdesserts, kleine. Finde ich manchmal ganz cool. Hat man so ein kleines Becherchen, setzt man sich aufs Sofa, knuspert es auf und fertig. Oh, was ist das denn hier? Deluxe Knusperbauch. Spanisch luftgetrockneter Landschicken. Sieht aus wie Speck einfach nur. Ist er jetzt dann schon, also wenn der, glaube ich, jetzt irgendwie getrocknet ist, gebraten ist und dann im Kühlregal oder so. Wobei, doch, da steht ja Kühlung. Dann weiß ich nicht, ob die wirklich knusprig sind. Dann haben wir noch Eispralinen, weiße und Mandeln. Oha, okay, das ist natürlich geil. Klassikmandel, Wurst, Chorizos hier unten, Knoblauchbrot, okay. Weiß ich nicht, ob man das braucht. Tigergarnelen, Makarons, die gibt es da ständig. Makarons müssen meiner Meinung nach frisch sein. Ich war mal in Brüssel, gibt auch ein YouTube-Video zu, da hatte ich frische Makarons gegessen. Ich weiß aber nicht, ob das im Video vorkam. Die waren tatsächlich ganz lecker, aber ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich habe so ein bisschen mehr erwartet wegen dem Hype. Eis, Wurst, interessiert uns nicht. Bratwurstschnecke, ja, kann man machen. Rote Bratwurst. Hier, ich war jetzt in den USA, da habe ich sowas von Smuckers gekauft mit so Weiß- und Rainbow-Sprinkles drin. Das werdet ihr bestimmt auch nochmal sehen. Also finde ich immer ganz gut, aber ich muss sagen, ich erwarte da irgendwie immer, dass das richtig mega knackig ist, wie so diese Schokoschichten bei Magnum zum Beispiel.
aber irgendwie kommt das nie an diesen Knack von Magnum ran, sondern ist dann zwar so ein bisschen knuspriger, aber auch irgendwie weicher. Sunkist ist eigentlich die Originalmarke, die machen sehr coole Eis, da gibt es ein paar sehr empfehlenswerte Sorten. Hier haben wir jetzt Sun Lolly, das ist jetzt quasi die Eigenmarke dann. Würde ich empfehlen, einfach mal auszuprobieren. Ich finde das ganz cool, was es da, wie gesagt, bei Sunkist gibt. Und ja, die kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Faxe habe ich mir mal ein Liter Bier geholt, das mochte ich nicht so gerne. Ansonsten hier Kohle. Oh, Insektenmittel ist jetzt auch nicht das Interessanteste. Obst, Gemüse. Interessiert uns jetzt, glaube ich, nicht. Da könnt ihr hier sonst gerne pausieren. Hingegen, wenn ihr mal so grüne Paprikas in der Pfanne wirklich bratet mit schön Öl, Salz drauf, ist das schon eine sehr leckere Sache, so als Fingerfood. Dann haben wir auch hier Fleisch. Bitte kauft kein Billigfleisch, möchte ich hier an dieser Stelle sagen. Ich habe es früher als Student auch gemacht, ich bin aber auch ehrlich, wo ich keine Kohle hatte. Nur wenn man es sich leisten kann, bitte nicht das billigste Fleisch kaufen. Einmal hier so als Message. Und vor allem diese Haltungsform 2, das soll irgendwas Tolles hervorheben. Das ist immer nur irgendwelche Käfighaltung mit ein bisschen mehr Bewegung oder so. Also es ist nicht gerade das Gelbe vom Ei. Deluxe Kaviar. Ich hatte einmal so nicht echten Kaviar. Fand ich richtig ganz grässlich. Also ist überhaupt nichts für mich. Merino Lamm. Ist das nicht Merino Wolle? Da war ja auch Rumpsteaks. Ja, okay. Schreiben sie gar nicht dran, welche Stallhaltung. Wahrscheinlich, weil sie richtig schlecht ist, obwohl sie es als Deluxe... Also, versteht ihr, ne? Hier schreiben sie extra Haltungsform super toll dran. Warum müssen sie es hier eigentlich nicht dran schreiben? Ist es Pflicht, es dran zu schreiben? Wahrscheinlich schon, ne? Warum steht es hier nicht? Wahrscheinlich, weil man damit hier keine Werbung im Prospekt machen will. Prosciutto meine ich. Rindersaftschinken, das habe ich früher manchmal gerne gegessen. Ja, ansonsten, Rührei mit Schinken ist auch immer schön. Also richtig spektakulär ist jetzt hier noch gar nicht, sind eher so diese Standardsachen von Lidl. Hier hingegen äußerste Empfehlung, Magnum, das Double Caramel Billionaire. Gibt es wieder auf meinem Kanal, eines der besten Stieleis überhaupt. Auch hier das Ahoy Brause-Eis, hatte ich euch auch vorgestellt, sehr empfehlenswert. Sahne Windbeutel, ich hatte mal andere von Lidl, die waren ganz gut, bis auf die komische Gelatine drin. Intermezzo, auch immer empfehlenswert. Mövenpick-Eis für 2,49. Ach du Scheiße, inzwischen kostet es 3,79 regulär. Das ist natürlich nicht gerade wenig. Celebrations. Alpro 1,49. Ja, das ist fair. Diese Brownie-Dinger, da habe ich eine kleine Packung in den USA gekauft. Es gibt übrigens noch ein riesiges Einkaufsvideo, was, Achtung, 45 Minuten geht. Kofferweise haben wir Süßigkeiten gekauft. Die Brownies habe ich noch nie probiert, da dürft ihr mir mal bitte in die Kommentare schreiben, ob die lecker sind. Da bin ich nämlich schon tatsächlich sehr gespannt drauf. Nur ich gebe zu, dieser Preis hat mich immer abgeschreckt und ich will auch nicht gleich 400 Gramm M&Ms haben. Deswegen in den USA gab es so eine kleine Packung, die pro 100 Gramm deutlich teurer war als die regulären. Aber man hat dann eben erstmal eine kleine Packung, muss nicht gleich 5 Euro ausgeben oder sowas. Mie Mozzarellas empfehle ich sehr als Topping so auf Pasta. Das sieht nämlich sehr schön aus. Neulich mal gekocht, einfach Tomatensauce, dann Mini Mozzarellas drauf, das ist ganz fein. Bullseye, die klassische Kraft Bullseye Soße. Eine ausdrückliche Empfehlung von mir, da steht glaube ich auch Klassik drauf. Die ist so lecker, also wirklich super gut. Senseo. Ich habe gerne den von Chibo getrunken, aber ich habe schon Jahre keine Senseo mehr in Gebrauch. Steht noch als Reserve im Schrank. Da gab es von Chibo den, ich glaube, der hieß Crema oder so. Den fand ich richtig, richtig gut. Also auch besser als den von Senseo. Sayos, oh, für meine Haare. Omo. Aperol. Okay. Ja, Aiwa, Nescafé, Frappé, interessiert uns jetzt nicht. So Fruchtzwerge im Angebot. Und wünsche, habe ich mal alle Sorten für euch getestet. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Petrella, da gibt es eine Sorte Paprika von. Finde ich sehr, sehr lecker, weil es auch so leicht süßlich ist. Monte XXL habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Den Monte Drink, ich weiß gar nicht. Ich glaube schon mal, ja, so Instant Milchreis. Pflanzenpanette hier, gut, kann man machen. Gut, die Sachen interessieren uns jetzt nicht so. Dann gucken wir mal weiter, dass wir hier so zu den Wochenendangeboten kommen. Urlaub, oh ja, ich könnte jetzt nämlich Urlaub vom Urlaub gebrauchen. Ich sag euch, New York ist nicht gerade entspannt, ihr werdet es sehen. Ich sag euch, freut euch, es ist glaube ich im zweiten Video, es gibt nämlich mehrere Videos, wird es geben. Im zweiten Video gibt es eine U-Bahn-Fahrt, Leute, ich sag euch, ey, da ging es ab. Venenmassagegerät. Ah ja, Shiatsu. Oh, ich habe auch gerade wirklich Rückenschmerzen. Bin gerade heute Morgen, es ist Samstagmorgen, bin ich auf dem Sessel eingepennt und habe danach echt so, tat mein Hals mir weh. Nochmal bei Star Wars eigentlich. Irgendwie so müde, vielleicht Jetlag noch oder so. Ich hoffe nicht. Oder es gibt mir das Gefühl, dass ich alt werde. Oh, in glänzender Chromoptik. Na dann. Oh wow, diese Es gibt diese Klobürste, ne? Die so solche Lamellen hat.
Ich möchte jetzt nicht ausmalen, wie ich mir vorstelle, wie das Ding vielleicht manchmal aussieht. Also, ja. Oh, ein Toilettensitz. Wow. Duschenmatten. Sehr interessant. Wow. Staubsauger. Oh, ich dachte schon, wäre so ein Hochdruckreiniger. Mein Traumjob, wenn ich quasi mich irgendwann entscheide, einen einfachen Job zu machen, der, kennt ihr American Beauty, wo dann hier der, ich glaube, er war so Versicherungsmanager, der Kevin Spacey, der Schauspieler, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, irgendeine wichtige Position, irgendwann hat er keinen Bock mehr gehabt und fing bei McDonald's an, weil er einfach nur maximal entspanntes Arbeiten will. Und wenn ich maximal entspanntes Arbeiten irgendwann haben möchte, dann wäre ich so einer von denen, der mit dem Hochdruckreiniger so Treppenhäuser in U-Bahnen, da sieht man die oft, ne, der mit Hochdruckreinigern Sachen sauber macht. Absolut geil, hätte ich richtig Bock drauf. Ich liebe es, deswegen liebe ich es auch, eine Autowaschstraße mit dem Hochdruckreiniger alles sauber zu machen. Das ist so ein befriedigender Job, ich glaube, da gibt es nichts Besseres. Außer vielleicht noch Maurer, solange es nicht offen heiß ist. Weil dann hat man auch am Ende sofort ein Ergebnis, eine Mauer hochgezogen, aber es geht nichts über Hochdruckreiniger, Mann, Frau. Ja gut, Spudeln, Unterwäsche gibt es ja auch. Sonnenschirm habe ich tatsächlich neulich auch bei Lidl gekauft. Sieht ganz gut aus. Für den Preis kann man nicht meckern. Obst, Gemüse, jetzt kommen wir zu den Mittwochsangeboten, denn Donnerstag ist zumindest hier Feiertag. Ich weiß nicht, ob da überall Feiertag ist, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, welcher Feiertag ist. Ich weiß nur, dass Donnerstag Feiertag ist. Oh, Cevapcici. Ewig nicht mehr gehabt. In Dortmund gibt es so einen Laden, der heißt Haus Prein. Da war ich bin schon seit 10 Jahren nicht mehr. Der macht so ungarische Küche. Die Cevapcici dort. Ein Traum, sage ich euch. Und auch sehr urig. Wenn jemand von euch aus Dortmund kommt, schreibt mir doch mal, wie ihr Hausbrein findet. Dann haben wir hier Thunfischsalat. Sowas mag ich manchmal auch ganz gerne, so angemachte Sachen. High-Protein-Pudding XXL. Das ist wirklich dann auch ein guter Kurs, aber jetzt auch nicht so viel billiger, wenn man mal überlegt. Das 200 Gramm, was kosten die? Auch 70 Cent, 80 Cent? Ist gar nicht so viel billiger, dann 400 Gramm zu kaufen. Hat man da so einen großen Becher. Ich bin ein Freund von diesen kleineren Bechern. Ja, Snickers. Toblerone, ach, also eigentlich wirklich nichts Besonderes hier. Edle Tropfen finde ich total grässlich. Ich mag allgemein keine Süßigkeiten mit Alkohol. After Eight Smarties, also Highlights, Besonderheiten hier auf keinen Fall. Pombeer, wollte ich auch mal wiederholen. Pickups gehen auf jeden Fall immer. Ist auch eine gute Preisreduzierung, 99 Cent. Nescafé, ja, Schokokrossis, Crunchies, Oreo hier, ne? Diese kleinen Kekse sind tatsächlich ganz lecker auch. Aber sonst, ach so, guck mal, wäre was für Foodlauf, Pommes, Boxershorts. Ja, also Lidl sehr unspektakulär. Ich würde sagen, wir schauen uns mal noch Aldi Nord an. Und dann gucke ich erstmal, wie euer Feedback ist. Wie gesagt, Aldi Nord ist, obwohl dann könnten wir eigentlich Netto machen, oder? Weil das hat dann jeder. Weil Aldi Nord haben ja die Leute, die Süd haben, haben das nicht. Deswegen machen gucken wir uns jetzt erstmal Netto an. Netto-Marken-Discount. Nutella. Ja, auch nichts Besonderes hier, glaube ich. Inflationsstopp, 200 Artikel. Ja, Leute, es ist teuer geworden. Es ist wirklich teuer geworden. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Ich glaube, es wird dann auch nicht wieder günstiger. Wenn man jetzt an die... Ach, ich kenne mich auch nicht aus mit Politik, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Nur wenn ich wundere mich an der Tankstelle, dass wenn der Staat dann irgendwie den Tankrabatt gibt, dass der nicht voll weitergegeben wird, das wundert mich irgendwie. Also denke ich mir, da stecken sich wieder irgendwelche Ölkonzerne das ganze Geld ein. Hat man auch gesehen. Der reichste, der wertvollste Unternehmen der Welt ist nicht mehr Apple, sondern wurde jetzt von so einem arabischen Ölunternehmen überholt. Die machen gerade richtig Kasse. Niemand macht was dagegen, gefühlt. Ja, Obst, Avocados, ich habe Bock auf Avocado. Ich habe einmal Avocado in Boston gegessen, werdet ihr auch im ersten Video sehen. Avocado-Toast morgens. Das sah erst ein bisschen unspektakulär aus, aber es war super lecker. Kohlrabi gibt es abends immer dippe ich immer Quark mit. Solche Kohlrabi-Sticks und dann immer Quark mit dippen, so als Beilage, finde ich sehr, sehr geil. Pflänzchen, danke, gehen nochmal raus an June, der unsere Pflanzen hier gegossen hat. Das war sehr nice. Kräuterquark, Gürkchen, Zwiebeln, Burger. Burger gab es auch in New York. Wie oft haben wir die? Ich glaube sogar, wir haben glaube ich nur einmal Burger gegessen. Danach aber direkt hier bei Big Boost in Dortmund danach, um sich zu entwöhnen. Aber die waren mal besser, leider nicht mehr so gut. Die haben auch sehr gute Soßen. Die Made Meat hier, Made for Meat von Kühne, wirklich sehr, sehr gut.
Diese Partygrenze finde ich von der Optik immer sehr. Hallöchen. Baguette mit Speck und Zwiebeln. Das erinnert mich an das Instant-Kartoffelpüree aus den USA, was wir gekauft haben. Auch mit Speck, Zwiebeln, Sauerrahmen und Chives. Also Dings hier, Schnittlauch drin. So ein Fertigmisch. Sehr, sehr cool. Räucherchips. Was haben wir noch? Schwarzwälder Schinken, Teewurst. Ja, das ist auch alles hier so ein bisschen unspektakulärer. Milchreis. Okay, also Leute, begeistert mich doch mal bitte ein bisschen hier. Raffaello-Eis mit 10% Rabatt. Wow, 2,95 statt 3,29. Ist ganz lecker, ja, also da gibt es nichts, aber ein wirkliches Angebot finde ich das jetzt nicht geil. Die Schokomousse für 1,29 tatsächlich ganz gut. Die kostet regulär, glaube ich, 1,79. Da gibt es jetzt auch was von Dr. Oetker. Habe ich aber noch nicht gefunden, habe auch ehrlich gesagt noch nicht danach gesucht, weil da ist wieder übelster Schrott drin. Also die Zutaten sind mal wieder unter aller Kanone. Ist wirklich gar nichts. Großen Schokotest gab es neulich auf meinem YouTube-Kanal. Schaut da gerne nochmal rein. Jamaika Rum, Rittersport geht immer. Aktion bedeutet übrigens nicht Angebot bei einem Netto-Marken-Discount. Bedeutet nicht, dass es günstiger ist. Backwaren, wir müssten mal wieder ein Backwaren-Video machen. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Ich habe was alles gemacht. Ich könnte mir höchst, wir hatten Kams, irgendwie nochmal eine andere Bäckereikette. Ich wollte mal vielleicht nach Bochum fahren. Da gibt es so eine andere, sowas ähnliches wie Backwerk, dass man das mal ausprobiert. Die gibt es auch Deutschland, weil ich habe nur vergessen, wie es heißt. Müssen wir mal schauen. Active O2 trinke ich tatsächlich sehr, sehr, sehr gerne. Besonders die Sorte Iceberry liebe ich. Nicht wegen dem O2, das ist totaler Schwachsinn, dass da mehr Sauerstoff drin ist. Ja? Vor allem das ist im Magen, da hat das eh nichts zu suchen. Das ist totaler Bullshit. Aber geschmacklich finde ich die super lecker. Da bin ich tatsächlich schon, ja, seit es die gibt, verfallen. Okay, hier haben wir nochmal Nicer Dicer. Die hatten übrigens geschrieben für eine Kooperation und ich sollte dann doch ein anderes Produkt von denen nochmal bekommen und sollte dann dieses und jenes machen und hier links, dass die Leute da was kaufen können. Ich dachte, Leute, sorry, ich habe da keinen Bock drauf, eure Sachen hier aufwendig in einem Video zu testen und dann hier noch für euch hier Werbung machen, für euch hier noch Produktlink und die wollten mir auch nichts dafür geben. Also ne, ich hängt immer von der Firma ab, die mich anschreibt, nur ich glaube nicht, dass eine Genius-Firma es nötig hat, gratis Werbung zu bekommen. Und das ist halt aufwendig, diese Videos. Und da habe ich gesagt, nö, mache ich nicht. Vor allem, weil sie wirklich darauf aus sind, dass ich dann hier wirklich fast schon wie so ein Verkaufsvideo mache. Und ich bin noch nicht, bin ich bescheuert oder was? Macht doch hier nicht deren Werbebimbo. Außerdem ist es dann noch nicht das Gleiche. Das eine Video, das reicht doch erstmal. Outdoor Whirlpool für den Balkon wäre natürlich geil. Das passt sogar auf den... Boah, Leute, wie geil wäre das denn? Stellt euch vor. Ihr sitzt so auf dem Balkon in einem Whirlpool. Ich hätte gern Whirlpool. Staubsauger... wer von euch hat einen Whirlpool? Dann ladet mich bitte ein, ich würde gerne vorbeikommen. Raffaello Schokolade, lecker, die haben auch andere Sorten. Genau, Rocher, Astrichinzano, habe ich mich früher ein paar Mal mit betrunken. Tatsächlich der einzige Sekt, den ich mag. Ja, es ist ein Frauensekt, aber es war halt der einzige, der schmeckte. Erdbeeren. Also nicht, ich habe mich jetzt nicht betrunken, aber wenn es das mal irgendwie bei irgendwo gab, wenn man mal irgendwo war, wo es was zu trinken gab, dann habe ich davon mal ab und zu ein Gläschen genommen. Oder auch zwei oder drei, vier. Amarena-Kirschen, sehr schön. Werdet ihr in der Italy in New York sehen. Da gibt es die Amarena-Kirschen-Marke schlechthin, Zuckerstreusel, Bounty Dessert-Soßen. Das ist natürlich cool. Auch hier eine Aktion. Ja. Auch mit Mars-Dessert-Soße. Dann haben wir noch so Quetscheis. Da habe ich noch so ein paar Cola-Schiebe-Eis tatsächlich. Das Chupa Chups-Eis ab Mittwoch, das werdet ihr hier auf diesem Kanal mit Sicherheit sehen. Cookie Dough-Eis, 3,99. Guter Kurs für Ben & Jerry's, regulär 6,49. Also das ist schon ordentlich. Wie happy, da hatte ich euch dieses Peanut vorgestellt, das war auch lecker. Oreo-Eis, sehr lecker. Also hier gerade, ich meine, das ist jetzt nichts Besonderes, aber die Preisnachlässe sind gar nicht so schlecht. Vor allem hier minus 45% und die sind wirklich gut. Vor allem dieses komische Cookie-Coating, das ist richtig geil. Dann haben wir nochmal Marabu-Kekse. Bin ich kein Freund von Jumpies, habe ich auch schon ewig nicht mehr gehabt. So wie Pombeer, Flips, Snackits, ja. Alles so ein bisschen eher öde. Und... damit sind wir auch schon durch. Wie gesagt, ich bin ausdrücklich auf euer, nicht das, ich bin ausdrücklich auf euer Feedback gespannt. Schreibt es mir doch mal, wie euch das Video gefallen hat. Was würdet ihr anders haben wollen? Was findet ihr gut? Was findet ihr schlecht? Seid da gerne ehrlich. Ich bin über Feedback immer erfreut. Nur wenn in dazu muss man sagen, ja, wenn es halt so, ja, war langweilig. Ich kann nichts dafür, wenn keine Angebote hier drin sind, die vernünftig sind. Ne? Ich meine,
Aber sollte man auch, glaube ich, nicht erwarten, dass hier jede Woche die geilsten Kracher rauskommen. Da ist Kaufland vielleicht ein bisschen spannender, aber die kommen dann meistens mittwochs. Deswegen da gibt es dann vielleicht mal unter der Woche ein Prospekt. Ja, ansonsten herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.